Doch an. Ja, wir gucken uns an und willkommen zu Minecraft Jump League, mein lieben Freunde. Hallöchen. Ich bin... Oh, ich sollte die Hintergrundmusik anmachen. Jetzt bin ich so scheiße. Was? Ey, du hast mich dabei. Du weißt doch, was mein Motto ist. Ein Film nach dem anderen. Wir machen das gerade so, weil ich wollte ein Cryptica-Spiel einfach mal Minecraft bringen, habe ich ja schon mal gesagt. Und alle Hater können wir jetzt mal so am Arsch lecken. Das Spiel ist lustig. Wir spielen... Ach, da gibt's hier einen... Ach so. Ich wollte den direkt springen. Und Miro habe ich dazu geholt, weil Miro ein toller Typ ist. Wir machen jetzt wieder mehr zusammen. Habt ihr vielleicht schon, ältere Abonnenten sollen es vielleicht kennen, dass wir früher mal Street Fighter zusammen gemacht haben? Oh ja, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Ruhadugen! Leute. Ich hoffe es mal. Und ich hoffe, die hinter... Nein. Ich hoffe, die Hintergrundmusik gefällt euch. Ich habe mal irgendwelche dahinter gepackt. Ey, ich bin noch so ein Lappen. Ich bin so schlecht. Ich warte einfach auf dich. In Jump'n'Run. Du bist eigentlich gut genug. Du bist eigentlich gut genug. Du bist nicht. Ja, damals gab es noch Super Jump. Da war ich aber noch ultra scheiße. Da hatte ich noch einen scheiß PC. Ich konnte das nicht spielen. Weißt du noch? Ja, das Alter, das war noch Zeiten, Mann. Ach, wir müssen hier? Hä? Was müssen wir hier denn machen? Ich glaube, hier den Baum hoch. Achso. Nee, ich glaube so. What the fuck? Können wir. Nee, hier rüberspringen. Nein, geht auch. Doch. Oh, das würde gehen. Okay. Doch. Komm, wir doppelt. Oh. Yes, nice. Mit Doppelschwamm geht's sehr gut. So. So, jetzt können wir hier. Also, ich habe das, wie gesagt, Pax in List Crypticon spielt. Wenn ihr. Ich glaube schon vielleicht. Ich weiß ja, wie offen ihr seid. Und ich denke auch, dass es okay ist. Es heißt ja nicht gleich. Ich meine, ich mache das, worauf ich Bock habe. Und. Mhm. Nur weil ich Minecraft spiele, bin ich nicht gleich einer von 10.000 Leute. Ich habe auch Minecraft gespielt, aber ich habe da irgendwann hier und da immer aufgehört, weil diese scheiß Spam-Kommentare mich nerven, weil ich so ein persönlicher Typ bin, der damit nicht gerne immer umgehen will. Mhm. Wir müssen doch da rein. Ja, tatsächlich. Und ich habe... Ah, nein, hier ist ein Portal. Wow. Ah. Oh. Warte, was steht hier? Ein kleiner, nutzloser Raum in der Windmühle und du hast ihn gefunden. Das ist ja fast so wie in einem normalen Jump'n'Run. Komm, lass uns so hier leben. Okay, tschüss. Ja. Das ist jemand hier nach vorne. So. Die Musik ist total entspannt. Erinnert mich immer noch an Gran Turismo. Okay, ich hab's aber hier, auch eine andere. Undertale-Musik. Nur damit die Leute auch wissen, was ich höre. Ich glaube, hier können wir. Holy shit. Ich glaube, da muss man wieder so einen Doppeljump machen. Hier muss man nicht unbedingt. Das ist nur ein Vierer-Jump, den man da springen muss. Yes, hab ihn geschafft. Alter, das war schwer. Nice. Haben wir. Hier, ich guck nochmal nach Secrets. Vielleicht finden wir den zweiten Raum in der Windmühle. Gibt's dann? Denkst du, dann gibt's noch einen? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, einer reicht schon. Was willst du dir vorstellen? Hauptsache, ich springe so scheiße. Mhm. Uiuiui. Alter, ich gehe gerade voll ab, Mann. Wo kommen wir weiter? Das ist, ich bin jetzt ganz oben bei der Windmühle, aber ich suche die ganze Zeit noch einen Raum. Aber hier ist nichts mehr. Hier geht's, glaube ich. Müssen wir da lang? Holy shit, auf die Wind. Er springt auf die Windmühle. Kannst du nicht machen. Wieso denn nicht? Hä? Weiß ich nicht. Ist das unerlaubt? Nein! Scheiße, jetzt muss ich die ganzen Dinger hier nochmal. Okay. Ja, das ist manchmal ein bisschen. Das macht mich. Taverne-Blöcke. Minecraft-Püppchen. Komm schon. Minecraft-Püppchen. Ja, ich hatte auch meine Probleme. Also, die Sprünge sind ein bisschen mies. Und ich bin eigentlich recht gut in Jump'n'Runs. Ja, also, ich hatte das früher auch ein bisschen besser. Aber ich finde die Map cool eigentlich. Ja, die hat. Also, da haben wir noch Glück gehabt, dass wir eine gute Map ausgewählt haben am Anfang. Also, wir spielen hier Jump, habe ich gesagt, ne? Jump'n'Run. Wir spielen ja, Jump. Auf timona.de müssen wir das einfach so sagen. Jump'n'Run ist halt echt was richtig Geiles, was man in Minecraft machen kann. Der Miro hat einen richtig geilen Skin. Ja, ich hab endlich mal einen, der so nach mir aussieht. Davor hatte ich immer Ryu. Türe kann man leider nicht hier aufmachen. Du hast so schöne Anime-Augen. Und ich bin Link, Freunde. Wusst ihr, dass ich so aussehe? Nein, wusstet ihr nicht. Ja. Ich weiß sogar, wie du aussiehst. Mein Gott. Viele Leute wissen auch, ich habe mich schon ein paar Mal gezeigt, aber. Man kann sogar die Haare, wenn sie ein bisschen dunkler wären, dann würden sie sogar passen. Aber jetzt gerade von meinen Haaren, die ich gerade habe. Aber ich sage. Wo geht's denn lang? Wir reden über die Haare und finden den Weg nicht. That's nice. Da geht's irgendwie rein. Warte, kommen wir hier von außen? Weil da ist ein Checkpoint. Warte, hier vielleicht, warte. Doch. Haben wir vielleicht irgendwas? Nein, tatsächlich nicht. Das Lustige ist, wir haben da ist eine Kiste, aber die kann ich nicht öffnen. Wir haben immer noch keinen Checkpoint, das heißt, wir würden verrecken, ne? Mhm. Warte, in dem Brunnen? Das sieht. Ey, da unten kann man ins Wasser, schau mal. Ja, tschüss. Okay. Ich guck. Geht's hier weiter. Ey, ist tatsächlich richtig, ne? Glaube ich. Könnte auch eine blöde Falle sein. Ja, hier ist auch ein Check. Oh Gott, jetzt geht's in Lava. Lava ist ja noch nicht so schlimm. Ich hab Angst, Miro, bitte. Das ist doch Lava. Och nee, komm. Nein! Oh, Alter, ich bin gesprungen, ich hab gar nichts gesehen wegen deinem Ding. Ja, mein Dickschädel.
Ich glaube, hier kommen wir gerne zu einem Checkpoint, den ich gesehen habe, oder? Ist es so? Ich weiß es nicht, Miro. Warte. Hier könnte man sich gegenseitig schlagen, könnte man hier raus, könnte man hier einen rausschlagen. Alter, das ist richtig. Ah, ich schlag dich. Nein, die Tür kann ich mal zumachen. Okay, das ist richtiger Troll. Die Türen bleiben ja offen oder zu. Mhm. Hä? Da ich eine YouTube-Playlist benutze, fände ich es lustig, wenn jetzt Werbung kommen würde. Dann habt ihr Schleichwerbung im Video. Ja. Nee, warte, irgendwas muss doch immer. Da müssen wir rüberspringen, da war so ein Checkpoint. Stimmt ja. Hier ist Checkpoint. Spring rüber, über den Zaun. Hier. Alter, wenn ich das jetzt verkacke. Ja, das ist doch einfach. Ja, das ist einfach. Ja, sag ich ja. Und hier ist ein Checkpoint. Die Map ist wirklich cool. Erste Map Jump World, die spiele ich, habe seit Ewigkeiten kein Minecraft mehr gespielt, aber ich habe jetzt echt mal wieder Lust gehabt durch Videos. Das Glück, du hast jetzt eine der besten Maps, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Die ist ziemlich cool, ja. Ach komm, jetzt geht auch die Leiter hoch. Okay, nein, jetzt hänge ich fest. Aber jetzt müssen. Oh, das ist fies, aber der Sprung geht eigentlich. Ich bin jetzt hängen geblieben. So. Okay. So gesehen machen wir gerade so die Videos wie im alten Steve-Style einfach. Ja, einfach mit Spaß, drauf los. Liebe Freunde. Es geht um Spaß. Einfach drauf los, was es damals war. Ihr wisst ja, dass ich, vielleicht ein paar von euch, dass ich so ein bisschen komisch drauf war. Aber das ist jetzt auch nicht Thema. Ich mache jetzt einfach das, worauf ich Spaß habe mit den Videos und das auch richtig so. Oh, das ist leider schon zu Ende. Ich komm nicht mehr auf diese Stufe drauf. Okay, doch. Oh, ist echt schon vorbei. Okay, Map by Chrissy Crafter. Bauzeit ca. 12 Stunden. Also wenn das nur eine Person allein war, dann ist das echt eine gute Map für 12 Stunden. Das ist tatsächlich eine gute Map. Alter, für 12 Stunden, Alter. Man hat halt echt... Oh, komm, jetzt geh doch da hoch, du! Ey, warte, jetzt komm. Muss dich nicht aufregen. Ist ja alles gut und gechillt. Ja, ja, ich mach's schon. Es geht hier vor allem von diesem Bett losspringen ist immer krass. Ja, stimmt, das habe ich durch Jump World gelernt damals. Jetzt. Hier darfst du halt nicht, weil da oben ist halt die Kante. Du musst halt erst im letzten Moment da dran. Ja, genau. Sehr gut geschafft. Gut. Chrissy-Crafter, das war eine gute Map. Bewertung abgeben. Also die Kreativität war eigentlich gut, weil es war eine Stadt. Ja. Ich finde, die Sprünge waren sehr gut eingesetzt. Ja, die waren die immer Abwechsel. Die Optik war auch sehr gut. Und Bewertung abschließen. Schade, dass die Kreativität. Hätte man auch vielleicht hier. Wobei, eigentlich war die Kreativität fast schon sehr gut, könnte man sagen. Mhm. Also, warte, können wir jetzt eine neue Map machen? Jump-Man? Ja, jetzt kannst du rausgehen und du kannst jetzt eine neue auswählen. Ah, okay, sehr gut. Da sind wir noch gechallenged? Ja, wir bleiben ja noch gechallenged. Okay, weil ich komme jetzt gleich mit. Ich werde mitgezwungen, rauszukommen. Ich glaube, wir. Warte, ich gucke nochmal in Job. Hier mache ich nochmal Tagessieger und gucke ich nochmal. Palut Mario Party. Nee. Ich kann sich eine Map hab ich sogar schon mal gespielt. Fantelli World. Oh, das war, glaube ich, eine gute Map auch, glaube ich. Ganz schön hoch, aber irgendeine, die du noch nicht kennst, Nerd World. Nerd World kenne ich nicht. Okay, dann mach ich mal. Ich hoffe es mal. Jump'n'Run lädt. Mhm. Das ist etwas, was wir halt jetzt mal drin lassen, weil wir richtige Arschlöcher sind. Aber das Jump'n'Run lädt schnell, also passt das. Ich finde es lustig, dass die ganze Zeit die Songs unterschiedlich laut sind. In der Playlist. Ja, das ist normal. Ja, da musst du halt auf. Ja, muss man. Ja, aber ich kann es ja schnell umhören, dann habe ich gerade wieder gemacht. Ja, passt. Hört ihr das? Oh, ich sehe dich sogar hier in der Hintergrundmusik. Momentale Teleportation. Was ist das? Na, kenne ich nicht. Gut. Das ist gut. Holy. Wow. Erstens Super Mario, zweitens Harry Potter, drittens Herr der Ringe, viertens Star Wars. 5 Breaking Bad, 6 Pokémon, viel Spaß. Was? Ich kenne nur 1 und 6. Alter, ich kenne alles, aber ich mag Herr der Ringe. Der hat hier Themes. Alter, das ist cool. Er hat ja, ja, das ist. Es gibt. Super Mario, nein! Also, du dafür den zweiten, oder wie? Ja. Nein, gut. Okay, jetzt die Mucke. Ach, stimmt, das sind ja diese Dinger, wo man so runtergehen kann und so, genau. Hier findest du leider nichts. Was? Ey, das gibt es nicht. Ich bin mir gerade noch die gleiche Scheiße runtergefallen wie du. Ah ja, ich habe ja so ein Blumending, was mich zum Checkpoint zurückbringt. Genau. Rosenstaub in dem Sinne oder so. Sprintest du eigentlich mit Shift oder Doppel-W? Shift und du? Ich auch. Ja, Doppel-W, komm schon. Das war damals nur, weil es das nicht gab. Ich bin in die Röhre reingemacht, hier findest du leider nichts. Was? Ja, ich hab's ja vorhin vorgelesen, hier findest du halt nichts. Ja gut, er hat's reingebaut, man kann in die Röhre rein. Das ist ein Vierer-Jump am Ende. Was? Jetzt musst du...
Nein! Gesie! Oh nein, oh Gott! Scheiße. Deswegen habe ich dir gesagt. Man sollte das wirklich schnell machen, ne? Ja, man sollte sich die Zeit nehmen. Gerade Vierersprünge braucht man. Da braucht man meistens erst eine Zeit, bis man wieder reinkommt. Das bin ich zu weit. Das gibt's nicht. Das ist doch einfach C-Trug. Komm schon. Nein! Alter, das ist voll die Lounge-Mucke, die gerade läuft. Ich kenne die Playlist nicht. Ich habe ja eh schon einen Checkpoint. Ich kann mich ja hin zurückverdingsen. Ich kann nicht mal so weit sehen. Ich muss mal meine Grafikeinstellungen hochdrehen. Dann sehe ich ja! Das. Ja! Ja, ich hab's geschafft. Okay. Warte, guck mal zu mir. Mhm. Alter, das ist cool hier. Kleiner Dropper. Der aber am Ende kein Dropper ist, weil nee. Kein Schaden. Und jetzt sind wir hier in einem. Immer noch in Super Mario, ne? Okay, das ist ja. Eine lange Map, glaube ich, tatsächlich. Ja, weil es gibt. Ich habe schon Maps gesehen mit 8 Welten, die gehen dann sehr, sehr kurz. Fand ich nicht so schön. Ja, ich finde. Oh nein, du bekommst einen scheiß Effekt Nausea. Oh Gott. Spring schnell. Warum? Was passiert? Ich habe Angst! Siehst du das nicht? Ach du Scheiße. Hier geht's weg. Oh, schnell weg. Deswegen sagte ich, mach das weg. Checkpoint 2, ja. Na! Ich fall direkt runter. Was? Ich hab schon 11 Fails. Ach, das kümmert doch keinen. Nein, und jetzt schon wieder. Ja, okay. Das ist auch die Sache, wenn man das aufnimmt, weil man Bock drauf hat, dann sind die Fails auch mir egal. Dann findet ihr sie lustig und mir sind sie egal, weißt du? Ja. Ach komm schon. Ich selber hau auch manchmal meine Saphir. Ich hab, glaube ich, bei der letzten Map auch ein bisschen mehr reingehauen, als ich schon gesagt habe. Aber durch Fails lernt man, mein lieben Freunde, oh Gott. Ja, deswegen ein Fail nach dem anderen, ne? Mhm. Ein Fall nach dem anderen, nur mit dem Unterschied. Oh Gott, ich bin mit der mitgesprungen, ich hab nichts gesehen, so wie du. Alter. Nein, jetzt hab ich wieder nichts gesehen. Du Arsch, let's komm. Geh dran. Ich lass dich mal zu. Leiter springen. Ladies first. Da muss man doch. Ja, danke. Da muss man doch so sneaken, oder? Ja, ja, genau so kann man sneaken. Und dann hier so hoch. Na, Ah, das sind die Wobble. Oh nee. Du musst den richtigen Zeitpunkt erwischen. Das diese Leitern so erinnern mich immer an. Diese Leiter. Solche Leitsprünge erinnern mich immer an Pete's Meat. Ja, die gab's durchgehend. Ich glaube, die haben sie ja extra reingemacht, ne? Ja, die Adventure Map waren super. Und dann erinnere ich immer daran. Ah, die Mucke, die gerade läuft, kenne ich. Was ist das? Das ist von irgendeinem Lied. Ja, von irgendeinem Spiel wahrscheinlich, oder? Von irgendeinem Lied. Natürlich ist ein Lied von irgendeinem Lied. So. Ich glaube, das. Ah! Ich lese gerade einen Kommentar, die hat Tuddle immer als Hintergrundmusik benutzt. Okay, jetzt Leute, jetzt wisst ihr, wo ich die erkenne. Und wahrscheinlich haben viele von euch das auch erkannt. Ja, ich nicht. Nee. Also seid mir nicht böse. Ah nein! Das ist eine Playlist, die ich mir einfach rausgesetzt habe. Kann sein, dass sie jetzt irgendwelche Songs sind, die viele YouTuber benutzen. Stimmt, ja. Ist ja nicht schlimm. Nee. Am Ende nehme ich sicherlich auch voll viele Songs, die andere YouTuber nehmen. Ja, ist ja auch egal. Man kann, am Ende kannst du eh nichts rausnehmen, was so. Echt so, weil das alles GEMA-freie Mucke ist. Mhm. Nein, jetzt bin ich mal. Wenn jetzt nichts GEMA-frei ist, dann ist das, werdet ihr das Video nicht ins Gesicht bekommen. Ja. Also, weit wird es nicht kommen. Jetzt, ja. Ich will. Nein! Ich will die Musik lassen. Wenn du es ansprichst, dann sehen es doch die Leute gar nicht. Das ist immer die Logik, wenn man es anspricht. Mhm. Wow, beste Nachricht. Ich wollte gerade den Tonleiser machen, hab mein Steam geöffnet. Das läuft auf jeden Fall. Oh Gott. Ich nehme mal zumindest einen Checkpoint. Okay, wo muss man hier lang? Okay, die Leitersprünge sind echt hart assi. Ja, aber da ist, glaube ich, auch ein Checkpoint, oder? Wo muss man jetzt hier lang eigentlich? Runter? Warte. Ja, hier. Ups. Nein, du hättest. Da, wo ich. Ach, einfach auf das Schwarze? Ja. Okay, ja, gut, dann ist ja. Ah, okay, dann hier weiter. Und dann ja, hier weiter. Ja, dann musst du ganz easy, ups. Einmal nimmst du mit mir auf, schon kommt ein Film nach dem anderen. Wer hätte das gedacht? Das ist echt so. Ich halte das erste Mal, dass ich Minecraft aufnehme. Oh Gott! Das allererste Mal? Ja. Wow. Hier das geht's mal weiter. Mit mir. Du hast Bowser besiegt. Ja, sag ich. Das ist eine komische Nachricht. Ah, das sind keine. Ich bin auch zu weit gesprungen. Man muss immer zwischendurch ein bisschen aufhören zu sprinten. Weil das sind keine Vierersprünge. Oh, du bist in mir. Oh Gott. Öffler fliegt da zu weit. Nein, ich bin einfach runter. Nee, ich nicht. Bin einfach runtergelaufen. Warte, welche Welt sollte jetzt nochmal kommen? Nach Super Mario? Entweder Harry Potter oder. Harry Potter, ja, stimmt, da hinten ist sein Face. LOL! Schau mal von hier, der macht was, glaube ich, gerade mit seinem Zauberstab. Kann das sein? Guck mal.
Das sieht aus, als ob er eine komische... Guck mal, wie komisch das aussieht. Das ist, glaube ich, seine Hand. Ich glaube, er schleudert gerade irgendwas. Expelliarmus! Auf wen? Ist das ein Voldemort oder was? Voldemort. Ja, keine Ahnung. Kann sein, aber irgendwie ist er gerade hier. Ach, der weiße Kopf ist bestimmt Voldemort. Ich dachte, das wäre irgendwie... Okay. Ich dachte, das wäre ein Verpuffen von seinem Zauberstab oder so. Warte, können wir in sein Gesicht schauen? Ja, wir können danach hier gleich drum herum gucken. Ja, tatsächlich, das soll Voldemort. Echt? Auch wenn er... Okay, warte. Das Rote sind die Augen, das darum sind seine Nasenlöcher von seiner nicht vorhandenen Nase. Aber... Das sieht so aus, als hätte er nur mega fette Augenbrauen und Augen. Es ist zwar wahrscheinlich auch jetzt viel kürzer als das Mario-Jumpman, aber es ist eine coole Idee mit dem Zauberstab. Aber du musst dir vorstellen, für mich sieht das so aus, oben hat er Augenbrauen und unten hat er zwei Augen. Ja, ja. Das ist... Und dann ist ein Mund. Aber so es ist eine, ich finde, es ist eine coole Idee mit diesen Partikeln. Hier gibt es viele coole Ideen. Weiß ich nicht. Da kommt die Kreativität raus. Sowas ist schon wieder echt nice an Minecraft. Ja, und wir haben auch wenigstens eine ruhige Lobby erreicht, weil ich habe selber zum Beispiel auch eine Zeit lang Jump World aufgenommen, bis ich keinen Bock mehr darauf hatte, weil ich mittags aufgenommen habe und ich musste in eine volle Lobby. Nein! Ich bin so ein Sachen. Du warst kurz vorm Checkpoint. Und da waren solche Sachen einfach im Chat in Minecraft, da dachte ich mir so, nee. Also da habe ich keinen Bock, sowas aufzunehmen, weil das ist einfach so scheußlich, wenn du Beleidigungen gegen große YouTuber siehst. Mhm. Also ich finde, also nur weil der zum Beispiel Hallo schreibt oder so und bah, nee. Da kommen so die Leute, ja, fick dich. Dann weißt du schon, was so ein Niveau das hat. Ja. Wenn die Leute gleich sofort sowas machen. Richtig niveaulos. Richtig niveaulos. Dummköpfe. Und ich habe die Tallmusik ist immer zu laut. Werd leiser, danke. Ich stört euch eh nicht, wenn ich... Nein! Ach, jetzt hab ich rausgetappt und bin gesprungen. Oh. Es stört euch wahrscheinlich eh nicht, wenn ich ab und zu mal für eine Millisekunde kurz leiser und lauter mache. Das geht ja sehr, sehr schnell. Ich muss sogar so sagen, das habe ich dir vorhin nicht gesagt, als wir darüber geredet haben. Ich selber zum Beispiel, wenn ich so ein, zwei Minuten gerade was noch außen machen muss, weil ich kurz, keine Ahnung, bei meinen Eltern da sind oder irgendwas allgemein, wegen dem Hund was machen muss, dann schalte ich es auch nicht raus, weil ich mal ein, ja, zwei klar. Minuten stören jetzt keinen. Solange man keine Daten hört. Hey, ich bin Mir und Dashi und wohne da und. Oder deine Mutter sagt. Rufen Sie mich an unter dieser Nummer. Ey, ich. Das ist so ein Running Gag bei uns. Aber das will ich nicht genauer erzählen. Rufen Sie unter die Nummer 001578. Ich will nur sagen, so was vor einem Jahr zwischen uns war und das war weil ich damals meinen Kanal gelöscht habe. Er löscht einfach seinen Kanal und dann wundert er sich, was Sims und ich machen. Ja, wir haben herausgefunden, wo er wohnt. Das ist. Furchterregend gewesen. Also im Nachhinein war ich schon echt fast schon angehekelt. Ja, aber das lag daran, weil wir auch deine Daten kannten, weißt du? Ja, ich weiß. Zum Teil kanntet ihr schon sehr viele Daten von mir. Also macht euch keine Wünsche, nur mit dem Namen hier unterschied könnt ihr nichts herausfinden. Genau. Wir brauchten schon seine näheren Daten, sag ich mal so. Aber das lag auch daran, weil wir uns Sorgen gemacht haben. Aber er hat im Nachhinein auch verstanden, dass wir uns Sorgen gemacht haben. Ja, ich habe so nach, also ja, trotzdem war es im ersten Moment so, das war so das erste Mal, wo ich so gefühlt habe, wie scheiße es sein muss, wenn man wirklich Stalker hat. Aber ihr meint jetzt ja nur im guten Sinn. Ja, klar. Aber wenn das jetzt, stell dir vor, das wären jetzt richtige Stalker gewesen. Ja. Eieiei. Das hätte ich dir jetzt, Aber tatsächlich, so richtige Stalker hätten nichts, weil wir brauchen wirklich viel. Soll bitte jetzt nicht runterfallen. Der Sprung ist nicht so schwer. Gut, und jetzt hast du einen Checkpoint. Kryptikon, das war... Oh, es geht tatsächlich noch weiter. Oder? Es geht noch weiter. Nee, warte, sonst müsste eigentlich ein Schild stehen. Ist das jetzt Herr der Ringe? Herr der Ringe kam danach, ne? Dann ist das der Schicksalsberg, wo der Ring geschmiedet wurde. Denkst du, das schon Herr der Ringe ist? Da müsste doch sowas da. Ja, eigentlich schon. Aber das wäre ein bisschen klein für einen Schicksalsberg. Vielleicht ist auch noch von... Also Schicksalsberg, zu deiner Information, ist der Ort, wo... Und der Sprung ist echt mies. Ist der Ort... Du musst halt shiften im letzten Moment. Ist der ganz Ort, komisch ums Eck. Alter, das werde ich niemals schaffen. Tschüss. Wo der Ring geschmiedet wurde. Ich hole mir zumindest einen Checkpoint. Oh, jetzt war ich so weit und jetzt bin ich runtergefallen. Ich werde es noch schaffen. Schaffe ich das? Du kannst es schaffen, das ist auf dem Vierersprung. Tatsächlich? Ja, ich bin doch gerade. Guck mal. Warte. Ja. Hast du es gesehen? Einfach nur Vierersprung. Tatsächlich. Ist mir ja auch im Nachhinein aufgefallen. Fall ich trotzdem runter. Mhm. Man muss halt fragen, perfekt sind die Sprünge springen. So, wie sie sind? Manchmal scheinen Sprünge so zu sein, aber sie sind anders. Wie im Leben. Ich bin auch zum Beispiel, gerade wenn du das mit Störung ansprichst, ich bin ein Let's Player, der immer Wasser nachschüttet und Wasser trinkt. Ich muss jetzt auch was trinken. Ich schütte mir auch gerade was ein. Das ist halt etwas, was halt sonst bei den meisten nicht so drin ist, sagen wir, weil sie zu professionell oder zu unoffen sind dafür.
Nein, ich brauche kein Trinken. Das dürft ihr nicht sehen. Vor allem, wir nehmen jetzt ja eh ein Stückchen weit auf, sicherlich. Außer du failst jetzt so lange, bis du irgendwann keinen Bock mehr hast. Ich hoffe, nach dieser Map passt es eigentlich auch so, mit der Länge vielleicht noch eine Folge. Aber... Mhm. Ey, das ist doch... Tschüss. Und jetzt... Alter, jetzt war ich sogar an der Leiter dran. Das ist doch lächerlich. Warum schaffe ich das nicht? Es ist auf jeden Fall sehr interessant für euch, dass ich die ganze Zeit hier stehe. Na, passt schon. Muss ich manchmal meinen Livestreams abgezogen habe in Jump World. Einen Sprung 10.000 Mal probieren. Noch öfters als du. Echt? Naja. Es gibt auch manchmal solche Sprünge. Ey, es gibt Sprünge, wo ich mich selber frage, wie man die überhaupt machen sollte. Und ich kenne eigentlich sehr viele Sprünge in der Zwischenzeit. Warte mal, ich habe eine Idee. Ja! So, ach, du kannst nicht direkt. Nee, ich habe von dem Harry Potter Kopf bin ich auf den lilanen Kopf gefallen. Ach, gefallen so, und dann, einfach und dann. Ja, genau, und dann. Ja, weil du keinen Schaden nimmst, ist das auch möglich. Ach, das ist doch. Du musst schief den an dem Tinder-Nate. Das ist halt immer wichtig, das Shiften. Ohne Shift. Obwohl es nicht mehr Shift ist, lol. Also ist es bei dir nicht mehr Shift? Nee, Shiften ist doch Sprint. Ach, bei dir ist Shift Sprint? Bei dir nicht? Nö, bei mir ist Steuerung Shift und Steuerung Laufen und. Vielleicht soll ich es mal umstellen, weil Shift ist jetzt so richtig komisch zu erreichen. Also ich habe auf Steuerung irgendwie Sprint und Shift als Sneaken. Mhm. Es ist eigentlich nicht besser, aber ich habe das schon so eine Zeit lang gemacht, deswegen kein Problem. Ja, jetzt lernst du hier die um die Ecksprünge der Leiter. Das sind manchmal Standardsprünge hier wegen Jump, ich glaube wegen Jump League. Mhm. Das bist du so komisch. Jetzt haben wir einen Checkpoint. Sehr gut. Na, hier kommen wahrscheinlich wieder ein paar Stück. Ah, nee, das ist natürlich. So, sehr, sehr gut. Und. Na! Du musst jetzt so oft. Früher, als es noch kein Sprinten gab, ey. Da waren die noch. Ja, yeah. Da war halt jedes Mal Glück. Ich mach jetzt mit W. Oh Gott, da muss man auf jeden Fall einen Doppeljump machen. So. Ich will auf diesen schwarzen Punkt jumpen, aber ich glaube, das ist. Eher falsch. Okay. Okay. Ach doch, stimmt, diese Map habe ich mal gemacht, aber das war in einem Livestream, wo ich mit einem gewissen Herrn gespeedrunnt bin. Okay. Ich kann dich nicht mehr erinnern. Ja! Ich erinnere mich gerade an diese Stellen hier minimal. Also in der ersten Map war ich besser, aber ich glaube tatsächlich, dass es hier von Herr der Ringe. Ja, das ist schwerer. What the fuck? Ich konnte gerade kurz in Lava schwimmen. Ja, das ist. Aber wir zünden uns trotzdem an, weil wir so knapp über der Lava sind. Ja. Ach, der letzte ist. Ja, stimmt. Boah, das ist ätzend, ne? Aber es geht, es ist nicht so schwer. Aber ich bin trotzdem kurz voll verschissen. Aber wir verscheißen gerade beide ein bisschen krass. Man hört auf, sagt jetzt immer das Chicken, was so schmerzt. Na, jetzt. Ja. Man sieht dann aber am Ende gar nichts. Ne, man sieht. Ich glaube, wenn man schnell genug aus der Lava raus ist, kann man sogar weitermachen. Weiß nicht. Ah, endlich. Ach, du bist einfach durchgesprungen. Ich mach das ja nicht so, sondern schon mit Rhythmus. Und am Ende. Nein, ich hab das letzte Mal vergessen! Ich sag mal so einen Tipp: Hier ist zum Beispiel ein Block weg, da kann es sein, dass du bis ganz am Ende kriegst. Also, das ist richtig mies, das siehst du ja, wenn so ist. Stück für Stück ist manchmal vielleicht ein bisschen schwierig. Ey, ich war doch auf dem Checkpoint drauf. Nö, für das Game anscheinend nicht. Gerade beim letzten Sprung musst du ein bisschen nach oben. Oh, du hast. Du, guck mal über dir. Da siehst du vielleicht, was ich meinte beim Sprung. Das war ein bisschen. Da hätte man. Jetzt habe ich aber auch so gemacht wie du. Das Durchspringen war besser. Tatsächlich. Yep. Ja, manchmal muss man das so. Oh, ehrlich, das Feuer weg jetzt nicht mehr. Ach, da muss man lang, okay. Alter, das ist ja voll die Lounge-Mucke, die hier läuft. Und die roten Wollblöcke, ich glaube, das sind rote Wollblöcke, die töten dich instant. Ja, das weiß ich. Das habe ich gut gesehen. Okay, gut, das weißt du gut. Also deswegen war ja auch dieser kleine. Dropper Run so. Ja, okay, ich hab's. Achso, das war auch ein Dropper. Achso. Der war so einfach für mich, dass ich den nicht als schwierig empfand. Ja, ich bin. Man muss doch sogar einfach nur geradewegs runterfallen wollen. Ja, genau deswegen. Ach komm, jetzt mach ich einfach Doppeljump, wenn Minecraft nicht will. Du hast so früh gemacht. Und ja, jetzt. Wunderbar. Okay. Jetzt kommen wir, glaube ich. Gut, dass wir das nicht wissen. Dann können wir mal raten, in welcher Welt wir sind. Aber. Ich weiß es eh nicht. Jetzt gerade erkenne ich es nicht. Ach, das war doch kein. In die Decke sprung. Ups. Ups.
Alter, das gibt's doch nicht, ich verkack grad so krass. Warum habe ich mich jetzt zum Checkpoint zurückgesetzt, ich dumm Kopf? Ist besser, wenn du es so. Manchmal fehlt dir das noch mit der Sprint-Taste. Das merke ich. Das ist das Einzige. Aber damals konnte man mich sowieso voll in Superjump abziehen, weil ich damals halt einfach noch keinen PC hatte und auch noch kein Skill im Game. Ich glaube, ich halte so oft die Sprint-Taste gedrückt. Manchmal sprinte ich dann einfach noch geradewegs runter. Gut, okay, den Jump kann man nicht ohne Sprint machen. Ja, den muss man mit Sprint. Oder warte, ich versuche den mal jetzt. Also ohne Sprinten? Das ist schwer, glaube ich, tatsächlich. Ja, ohne Sprinten, glaube ich, bekommt man es nicht hin. Also von der anderen Seite bekommt man es hin, aber ich glaube so herum. Nee, ohne Sprinten. Nö. Nee. Einfach an die Ecke stellen, sprinten. Ach komm, Alter. Headset, bleib auf mir drauf, ist gerade runtergerutscht. Ja, gut, das kenne ich auch von meinen Headsets. Wie mir gesagt, von Kopfhörern. Warum bin ich jetzt nicht gesprintet? Weiß nicht, du dachtest, du würdest es schaffen. Ein Eisbergsalat sagt danke. Bitte. Eisbergsalat. Bitte. Nein. Hi. Kann man mal Chat schreiben. Hi, ich bin Miro Doshi. Ich bin Miro und Muschi. Ja, Miro und Muschi. Ja. Dann bin ich ja selber schon sehr locker. Ich nehme mir einfach schon selber meine Beleidigung raus. Ja, so schwächt man die auch ab, mein Lieber. Deswegen kann man da, glaube ich, keine richtigen Beleidigungen mehr finden. Nee. Oh, du musst schnell sein. Ich glaube, wir kriegen wieder einen Buff hier. Oder eher einen Debuff. Nee. Später. Die Jumps sind gut einfach, warum auch immer die jetzt sowas gemacht haben. Ja, gut. Jetzt gerade halt mal was jetzt anderes. Jetzt gerade habe ich einen Lauf. Aber wahrscheinlich ja, falle ich eh wieder runter, weil ich das gesagt habe. LOL, das Darth Maul, das ist Star Wars. Okay, dann sind wir schon bei Star Wars. Das ist aber das vorletzte oder so. Ne? Aber das Gesicht von Star Wars kennst du bestimmt auch, diesen Sith Darth Lord. Oder Darth Maul? Keine Ahnung. Vom Gesicht her. Ach, ich muss dir mal Star Wars zeigen, Miro. Oh. Ich will rückwärts springen. Ich will rückwärts springen. Oh, du hast es geschafft. Ich bin in Darth Maul drin. Nein! Ja, sag's lieber nicht. Ich war in Darth Maul drin. Warte, da können wir auch hin, ne? Aber wir sollten da hin. Checkpoint. Nein! Kurz vorm Checkpoint. Ja. Das ist so Classic, weißt du? Das passiert so oft. Ja, gut. Wo geht's denn dann hier hin? Ach so. Holy shit. Der Jump könnte noch für dich richtig mies sein. Leiter-Jump, so, den nehme ich mir auch schon. So. Ich hab ihn schon bestiegen. Hä? Wie krass muss Jetzt hab ich mir den Checkpoint genommen. Scheiße! Ich bin jetzt auf dem Ich hab meinen Checkpoint zurückgesetzt. Oh Gott. Ey, wie macht man. Mach ich den Schiffen? Falsch? Sneaken. Dann. Oh, okay. Immer sofort sneaken. Weil ohne sneaken kommst du nicht an die Leiter dran. Das wusste ich. Das ist ein Grundtipp. Der Sprung kann hier noch mies sein. Ah, das ist ein Checkpoint, man kann einfach so. Ja, spring einfach so. Ups. Ich hab den Checkpoint. Den kann man auch sogar ohne Sprinten schaffen, merke ich im Nachhinein. Ist jetzt ein Sicherheitscheckpoint. Ah, hier bekommt man Speed und am Ende Jump. Oh, no, ich hab grad woanders hingeguckt. Ich hab einfach nach draußen geschaut. Jetzt kriege ich mal plötzlich Speed. Yep. Oh, no. Okay, das war cool. Jump and run. Okay, das ist auf jeden Fall von Breaking Bad, das Logo. Achso. Ah. Das war das fünfte, oder? Ja. Gut. Mein Hirn funzt eh nicht. Alte Eisblöcke, ne? Da springt man zu weit. Ja, man bekommt halt jedes Mal einen Boost, wenn man. Du musst halt währenddessen immer kurz mal aufhören im Sprinten. Ja. So, ich gebe dir so einen Tipp, immer währenddessen kurz auf die W-Taste einfach loszulassen, kurz. So ein Gefühl zu bekommen und dann wieder zu dingsen, jedes Mal, wenn man neu jumpt. So. So mache ich's. Hier wäre so ein Zylinder. Hier ist ein Checkpoint und jetzt noch die letzten solchen Jumps. Gut. Nice. Checkpoint aktivieren. Los Polos Hermanos. Los Polos Hermanos. Was? Finde das Matt. Okay, Meth, glaube ich, hat er geschrieben, oder? Matt. Wahrscheinlich ist Meth blockiert. Keine Ahnung. Nein, Matt. Es gibt ja auch
Schreibt er nicht Matt auch mit 2 T? Ja, ja, schon, aber es geht um Breaking Bad und der Typ stellt Meth her. Das wäre logischer, wenn er Meth stellt. Ach so. Ja, dann nerf es wahrscheinlich. Okay, der Sprung ist assi. Oh, Glückwunsch, du hast das Meth mit... Also ich habe jetzt Meth in Abo gefunden. ABQ. Okay, ich kenne Breaking Bad nicht. Ich kenne es auch nicht. Meth. Vielleicht ist es doch Meth. Vielleicht kennst du es nicht. Lol. Wird runter. Wow. Das sah cool aus. Ach, stimmt. Hier ist man jetzt betrunken. Naja. Das ist doch Meth. Guck. Oder das mit dem Meth. Kann beides sein. Wir sind auf jeden Fall auf dem Meth-Trip, nicht Meth, Alter. Was, wir müssen jetzt in dem Modus Jump'n'Run machen? Japp. Yep. Da muss man... Man kann halt nicht wirklich sprinten, das ist sehr komisch. Ach, es ist... Und immer diese Spinnenweben, das ist nervig. Japp. Yep. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ach, ich hab grad die Rücksetztaste vergessen. Oh komm. Das gibt's doch nicht. Warum schafft ihr das nicht? Daraus machen wir ein Lied. Jump doch. Oh komm. Hä? Was mach ich denn bitte falsch? Soll ich einen 360 machen oder so? Okay, ist das noch. Ja, ja. 360, genau. Ja, jetzt hab ich's geschafft, lol. Ja, hier musst du durch Jumps den Boost nehmen. An der Decke. Weißt du, was ich meine? So. Echt? Mit Sprinten, ja. Guck, so. Weil sonst schaffst du diesen Sprung, glaube ich, mit einem Ach, Ding diesen schaffst du, ne? Ach, du. Ach, man kann von hier so rüberspringen. Ach so. Ja. Oh. Ja, gut. Ich habe meine eigene Methode gefunden. Ja, nein! Was war das denn? Was Teleport. Du musst ein paar Mal, dann musst du drüber laufen. Diese dunkelblauen Blöcke bringen dich ja nach oben. Ich glaube, wir sind dem Meth-Trick entkommen, möglicherweise. Ja, so ein bisschen. Jetzt sollten wir in Pokémon reinkommen oder so irgendwas. Eigentlich schon. Pokémon-Labor. Ach so. Bisasam, Glumanda oder Shiggy. Oh, das Schild einfach voll schief. Guck mal, alles so geradeaus an den Bisasam. Wähle weise. Ich nehme diesmal Bisasam, weil ich beim letzten Mal Shiggy genommen habe. Kennst du das, die Map schon? Ja, ich habe ja gesagt, dass ich habe es einmal mit einem durchgespielt. Also. Durchgerusht. Jetzt musst du wissen, was ich damit meinte. Okay, ich bin Shiggy, jetzt habe ich natürlich auch Wasser. Ich bin nebendran, du bist auf der anderen Seite von der Map. Durchgerusht, jetzt bin ich hier oben, nice. Ey, das sind Blöcke, die kenne ich nicht. Ich bin, glaube ich, auf der anderen Seite von dir, oder? Guck mal, ja, ich bin unter dir, links. Lol. Okay, hier muss ich... Die Bisasam-Map hat hier auf jeden Fall was... Nice, okay. Ah, okay. Tipps für Trainer, meide das hohe Gras. Das sollte ich machen. Ey, guck mal, hier ist die Glumanda-Map. Warte mal zuerst mal. Vielleicht. Also ich bin jetzt auch beim Warte, hohen Gras. Warte, die Glumanda-Map, guck mal, die geht unten her. Mhm. Aber da kann man so bestimmt durch Lava schwimmen. Was? Ja, das Glumanda kann man. Vielleicht. Guck mal. Ja, cool. Ich versinke. Ja, okay, lass mal hier. Wir sollen das hohe Gras meiden, denke ich mal. Ja, warum wohl? Das sind rote Blöcke. Ja. Alter, sieht creepy aus irgendwie. Wie creepy? Der Boden, wo, dass wir da nicht runterfallen müssen. Sieht aus wie so grüne Stacheln. Mhm. Noch wenige Sprünge bis zum Ziel. Ich spiele ja das mit dem Classic Texture Pad Pack. Nur noch wenige Sprünge bis zum Ziel. Classic oder Standard? Standard. Standard. Ah, MC Export Style. Den Typen kenne ich nicht. Dann macht Minecraft ganz normal. Auch mit unseren Texturenpacks, die wir jetzt haben. Also mit keinem. Oh Gott. Wir sind auf der Siegestraße! Ja. Müssen siegen! Oh Gott, was? Das ist leid. Am Ende muss man noch shiften. Nee, muss man gar nicht. Man kann auch den Sprung so schaffen, wenn man ganz spät genug abspringt. Aber ich würde raten, einfach trotzdem Shift zu drücken, falls du auf die Leiter kommst. Oh. Ich bin jetzt rückwärts gelaufen, wollte dir beim Sneaken zuschauen und hab das Jump'n'Run geschafft. Komm schon, jetzt warum sprang... Dieser und dadurch kann ich hier zurückfliegen. Jumps! Nicht mehr, Mann. Mit Krypticon die Siegestraße schaffen. Ich bin der Allerbeste! Nein. Am Ende ist man nie der Allerbeste. Nee, ist doch gut so, aber trotzdem, in diesem Jump'n'Run bin ich der... Ah, nein! Ich bin vor dir gewinnen im Sieg. Dann bist du der Allerbeste. Nein. Ich bin ein Fan nach dem anderen. Hm. Immer noch. Ich glaube, man muss hier sogar... Boah, mein kleiner Finger tut schon weh vom... Hör auf, weh zu tun! Dann schaff's einfach. Sag, das ist so einfach. Das ist ein Grundteam. Es ist halt dann noch ein Vierersprung, glaube ich, ne? Das sind so ein paar Vierersprünge, ja. Sieht so aus. Sehe ich von oben jetzt gerade nicht.
Och, cheaten. Oh, Alter. Ja, wow, 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 er hat die Skills drauf, Alter. Flyhack, Flyhack. Vor allem, ich habe wirklich jeden Vierersprung hier verkackt. Nur ging. Jetzt bin. Ach komm schon. Warum machen die nur Vierersprünge? Das ist doch assi. Naja. Da muss man so knapp abspringen, ne? Ja. Ja, ich habe in der Zwischenzeit schon halbwegs Übungen drin. Deswegen ist es für mich nicht so schlimm. Aber gerade wenn man es noch nicht so. Wenn man den Rhythmus oder diesen Abstand nicht perfekt abschätzen kann. Selbst ich kann den noch nicht perfekt abschätzen. Oh, war knapp. Ich hau jetzt auf die Leertaste. Das ist. Prallt! Komm! Wir müssen einfach beim letzten Mal einfach noch später. Nein! Verdammt! Die Aufregung, wenn man es geschafft hat. Oh Gott, jetzt fahre ich auch noch in die Siegestraße wieder. Mann. Ja, ja. Oh, ein bisschen zu früh. Beim zweiten muss man halt ein bisschen erst später. Genau. Nein, das... mach da einfach eine Pause, wenn du den zweiten geschafft hast. Danach hast du, musst du ja nicht ausflippen, weil danach sind es nur noch Dreiersprünge. Wie lange ist die Aufnahme eigentlich schon? Läuft! 36 Minuten pro Runde. Ja gut. Passt schon. Es hängt alles nur von dir ab, weißt du? Ich hab doch gechillt! Ich muss shiften. Ey, ich hab geschifft! Warum fällt der runter immer bei... Ey, jetzt schaffe ich's aber... Vielleicht zu spät geschiftet, das kann sein. Mhm. Manchmal funzt es... Weil die Server können auch nicht so schnell hinterher manchmal. Ja, schmeißen sie dich einfach runter. Richtig gnadenlos. Ja, ich ja. Schon wieder geschiftet. Er rutscht einfach runter. Ja, manchmal ist das ein bisschen leicht laggy. Ich hasse Server... Hä? Hallo SDRG, bist du da? Ich glaube nicht. Was hast du jetzt so gemacht, Miro? Ich flieg hier rum und guck dir zu. Vielleicht teile ich das in zwei Parts möglicherweise, wenn das jetzt so lang geht. Dann streng dich an. Soll ich das in zwei Parts teilen? Vielleicht wäre es... Naja, wenn du wiederum... Du kannst es ja einfach so als Krypticon-Spiel einfach als einen größeren Part lassen. So ja, so. Stimmt eigentlich auch, ne? Wenn das vor allen Dingen jetzt kein wirkliches Spiel ist. Ich meine, es ist ja Krypticon spielt, ne? Das ist ja gerade dafür. Da kann man das ja gerade länger ziehen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Oh, das ist doch einfach. Da können sich die Leute gleich alle deine Fails reinziehen. Wir müssen nicht bis zum nächsten Part warten. Gerade beim Meth. Mhm. Pokémon nervt mich nicht nur auf Twitter und so, sondern es nervt mich auch in Minecraft. Ja, ihr wisst alle, Pokémon ist momentan für mich nervig. Weil nur noch darum gehypt wird. Der Geburtstag von. Du bekommst nicht mal mit, dass es gehypt wird. Das finde ich gut. Der Geburtstag von Pokémon wird so richtig gefeiert. Der Geburtstag von Zelda, hat keinen interessiert. Mich interessiert eh keinen richtigen Geburtstag von irgendeinem Spiel, sondern. Vielleicht allerhöchstens nur das Geburtstag von DKC. Das ist das Einzige, was mich vielleicht kümmert. Kann man vielleicht verstehen. Mhm. Aber sonst. Ich weiß selbst nicht, wann der DKC rausgekommen ist, obwohl ich ein DKC Pro bin. Hab ja einen Speedrun unter einer Stunde geschafft. Aber, oh, ich bin Miro. Aber ich heutzutage würde ich eh noch so. Heutzutage bräuchte ich eh wieder 1,5 Stunden oder 2 Stunden. Ich kann das nicht mehr. Hab das halt eine Zeit lang trainiert. Sowas kann man nicht aufrechterhalten. Jetzt läuft gerade Animal Crossing Musik. Ich spring hinter dir her. Och, ich kann doch! Weißt du, warum du das verkackt hast? Weil ich dann auch verkackt hab, als ich hinter dir hergesprungen bin. Oh, ich hab's verkackt. Ja, das schaffst du. Oh. Ja! Du hast es geschafft. Danke fürs Spielen. So, die Kreativität war sehr gut, weil er alles mit einbezogen hat. Die Sprünge waren eigentlich auch sehr gut. Und die Optik war gut, weil manche Sachen waren irgendwie schwer zu erkennen. Aber das war schön. Ich würde sagen, das war's auch für diese Runde Jump. Das erste Mal so Minecraft. Das erste Mal als Krypticon spielt. Das war sehr schön, ja. Und wer weiß, vielleicht machen wir auch mehr. In der Zeit, wo ich euch ein bisschen verabschiede, mache ich noch einmal das Glowrunner Jumpman. Was viel einfacher ist irgendwie. Da kannst du einfach nur durchjumpen. Ja, okay, wenn du nicht so scheiß bist, aber du musst irgendwann aufhören. Ja, gut. Mit dieser entspannten Animal Crossing gesagt, bis zum nächsten Mal. Und schaut bei Miro vorbei. Nö. Ist eh nur ein Fehler, du. Ja. Deswegen sage ich tschüss. Tschüss. Da bist du doch. Tschüss. Flieg ins Wohnlose. Tschüss. Hallo.